halte ich sowas von. Ihr seht es ja da auch. Oh mein Gott. Also Leute, wie ihr gesehen habt, habe ich für euch heute einen Try-on-Haul. Und zwar habe ich das jetzt so gemacht, dass ich diesen Haul in zwei Teile teilen werde, weil ich so viele Teile bestellt habe. Nur das dazu, damit ihr Bescheid wisst. Und ja, wenn euch solche Try-on-Haul-Videos gefallen, Leute, dann vergesst nicht, den wieder Daumen nach oben zu geben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für normatello Videos. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mit diesem Video an. Naja, ja, genau. Ich habe für euch einen Trend-Haul. Ich habe mir da ein paar Sachen bestellt. Ich werde alles unten verlinken. Erstmal, ich werde alles unten verlinken. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und zweitens, ich werde auch hier immer meine Größen angeben. Also, ich bin ja 1,60 Meter. Okay. Ich bin 1,60 Meter groß. Ich bin kurvig. Plus, nee, das war's. Ich bin kurvig. Deswegen werdet ihr halt, also dann könnt ihr so für euch so ein bisschen abwägen nach meinem Körperbau und meiner Größe, was für eine Größe ihr euch bestellt. Ich werde aber auch bei mir die Größen angeben. Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, dass ihr alles unten verlinkt findet. Genau, das dazu. Sorry, wenn das Licht sich so ein bisschen verändert, weil ich sitze direkt vorm Fenster. Was heißt vorm Fenster? Aber das Fenster ist seitlich von mir. Kann sein, dass sich die Lichtverhältnisse so ein bisschen... Aber ja, fangen wir mit diesem Video an. Ich werde immer wieder mal aufs Handy schauen, um euch zu sagen, wie teuer die Sache war, die ich euch zeige und in welcher Größe ich sie habe. Aber wie gesagt schon, die Größen und alles werden auch hier stehen. Sorry. Okay, fangen wir mit der ersten Sache an. Und zwar seht ihr da mich in den Klamotten. Und zwar ist das ein Zweiteiler aus dem Pullover. Falsch herum, so. Pullover. Und den gibt es auch in verschiedenen Farben. Den Pullover mit dem passenden Rock dazu. Als ich das gesehen habe, vielleicht blende ich euch auch das Foto vom Modell ein. Als ich das gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, ich muss das haben. Ich liebe ja Zweiteiler, weil sie einfach sind. Es sind Zweiteiler. Aber man kann sie auch gut mit anderen Teilen kombinieren. Das Einzige bei dem ist so, dass ich den Rock nicht so feiere. Ja, ich feiere den Rock halt einfach nicht so. Und das Oberteil, ich weiß nicht warum, aber die Sachen sind so ein bisschen... Also das ist billig. Tut mir leid, es ist billig. Der Rock und das Oberteil sind nicht so. Von der Qualität sind sie nicht so. Sie sind okay, aber sie sind nicht qualitativ wow, hochwertig oder sonst irgendwas. Aber ich wünschte, ich könnte nur das Oberteil behalten, weil das kann man so im Sommer, was für Looks man machen könnte. Ich habe auch schon überlegt, beides dann zu behalten und den Rock zu verkaufen. Ich würde so gern das Oberteil haben wollen, aber nur das Oberteil ohne diesen Rock dazu. Aber... mal gucken, mal gucken. Aber beides hat eigentlich ganz gut gepasst. Also ich würde die Größe nicht verändern wollen. Ich habe es ja geholt in der Größe, let me check. Obwohl, hier steht Einheitsgröße. Oh, die Einheitsgröße hat mir gepasst. Okay. Und ich habe 17,59 € bezahlt. Ja, also ich finde es voll cute, aber ich wünschte, ich könnte nur das Oberteil davon nehmen. Das dazu. So, dann habe ich als nächstes so ein Pullover. Ich weiß, warum hole ich mir so ein Pullover-Cardigan? Wo es doch wärmer würde wohl. Heute ist es trotzdem richtig kalt. Jedenfalls ist das der Cardigan mit den Knöpfen im Braun. Ihr seht das alles immer wieder hier nochmal an der Seite. Und von der Qualität ist der hier gut. Also jetzt nicht sehr, sehr, sehr gut, aber er ist wirklich gut. Besser als das erste, was ich euch gezeigt habe. Genau, der ist wirklich ganz gut. Ich glaube, für einen Übergang vom jetzt Winter zum Frühling rein... zum Rüberwerfen, Bombe oder auch selbst im Sommer, wenn es mal ein Tag ist, wo es nicht so warm ist. Abends, gerade abends. Das sind so, solche Sachen trage ich dann oder nehme ich dann mit für abends, wenn die Sonne untergeht. Es wird ein bisschen kühler. Übergang, wie gesagt, Frühling, Sommer, Sommer, Herbst. Perfekt. Und diese Vernähung finde ich auch so schön. Also ich mag den. Also der wird höchstwahrscheinlich auf jeden Fall behalten, weil der sieht einfach, der sieht cute aus. So, als nächstes habe ich hier dieses Kleid. Das ist ein Kleid, rot-schwarz. Online, es sah richtig nice aus, angezogen, so lala, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, so lala wegen meines Körpers. Also es mundet, meiner Meinung nach, mundet es mir nicht. Ist aber auch so aus Strick. Der Strick hier unten ist ein bisschen, also ist schon sehr viel stärker als der Strick hier oben. Ansonsten
Die Länge des Kleids ist gut, würde ich sagen. Sitzt eigentlich auch ganz gut. Ob ich es behalte, weiß ich aber nicht, muss ich ehrlich zugeben. Das hat mich gekostet 8,71 Euro. Und ich habe es in der... Ist auch wieder eine Einheitsgröße. Ja, ist eine Einheitsgröße. Krass, dass mir die Einheitsgrößen passen. Aber okay, das passt mir, weil es super stretchy ist. Das passt nach, glaube ich, eine S oder eine 38, weil ich trage eine 38. Also oben S und unten M. Ja, passt. Dafür, dass Einheitsgröße ist, passt es. Aber wie gesagt, ich denke, das liegt daran, weil es stretchy ist. Genau. Ob ich das behalte, weiß ich aber noch nicht. Es saß aber ganz okay. Also es war jetzt nicht so, wow. Es saß jetzt nicht so, wow, wie krass es sitzt. Aber es war okay. So, als nächstes habe ich das Kleid. Ganz ehrlich, ich bin selbst verwundert darüber, wieso ich das überhaupt geholt habe. Also bei dem Kleid muss ich sagen, ist die Qualität echt nicht doll. Also es ist sehr, sehr super, super leicht. Hat da diese Knöpfe. Muss man noch gut bügeln. Es ist okay. Es ist okay. Ich müsste mal nach dem Preis gucken, um euch zu sagen, ob das sich lohnt, dass man das kauft für den Preis. Let me check. Das Kleid, 8,79 Euro. Okay, für 8,79 Euro lohnt sich das Kleid. Ihr seht das ja hier drüben, wie ich das angezogen habe. Es sitzt auch sehr, sehr gut. Ich habe das in der Größe 38 geholt. Oh, ein Glück. Also true to size sind sie. Die Größen passen nach dem, was ihr sonst auch tragt oder trägt. Aber achtet trotzdem darauf, dass die Sachen, bei solchen Sachen 38 passt mir, weil es ist elastisch. Das, alles, was elastisch ist, kann ich in der 38 tragen. Wenn es nicht elastisch ist, muss ich so, keine Ahnung, was würze ich, 41, 40, 41, je nachdem. Aber ich trage nie Sachen, also so gut wie nie Sachen, die nicht stretchy sind. Ich hasse Sachen, die nicht stretchy sind. Ich liebe stretchige Sachen. Genau, auf jeden Fall, ja, für den Preis würde ich das Kleid dann holen. Ob ich das behalte, weiß ich noch nicht. Aber ja, ihr seht ja. So, als nächstes habe ich noch so ein schwarzes Kleid. Das hier ist auch etwas länger. Verläuft halt auch nochmal ein bisschen anders, also auf jeden Fall anders als das andere. Sitzt eigentlich wirklich auch sehr, sehr gut. Ihr seht es da. Außer so ein bisschen vom Rücken zum Po, so der Übergang. Das ist so ein bisschen... Aber kann, also eine Größe kleiner würde auf keinen Fall gehen, weil meine Hüften und so niemals reinpassen würden. Die Größe ist schon perfekt. Ich habe das in der 38. Ich habe 7,91 Euro bezahlt. Genau, das ist es. Das Coole ist, es hat hier hinten, damit es nicht verrutscht, noch so ein Elastik. Es hat einen Reißverschluss hinten und ja, es ist ein schönes schwarzes Kleid. Schön, elegant und schwarz. Genau. Und für den Preis, ganz ehrlich, für den Preis ist es auch völlig in Ordnung. So Leute, als nächstes habe ich diesen wunderschönen Body. Der Body sitzt gut, sah auch gut aus. Konnte man auf jeden Fall machen. Mann, oh. Ihr seht auch da, wie ich ihn anhabe. Der sitzt ganz gut, hat was irgendwie von Schwimmsachen. Aber nein, nein, es ist wirklich ein schöner, eleganter Body. Vorne ist die Musik, hinten ist er super schlicht. Ein Glück, man kann ihn aufknöpfen. Ich hasse diese Bodies, die man gar nicht aufknöpfen kann, sondern die müsste man komplett runterziehen, denn Zara macht sowas. Yes, Zara macht sowas. Naja, hier ist es nicht so. Man kann den mit zwei Knöpfen aufmachen unten. Ja, er ist elegant und schön. Und ich finde die Farbe auch vor allen Dingen sehr schön. Es ist kein Rot, auch wenn es über die Kamera so rötlich rüberkommt. Aber es ist mehr so ein Terrakotta. Sagt man dazu Terrakotta? I don't know. Ich glaube, es ist Terrakotta-Farben. Und ja, der sieht, gefällt mir. Kann man machen. Ich habe den in der Größe 38 geholt und der kostet 11,43 Euro. Aber ich glaube, also die Preise sind auch, weil ich 25% Rabatt hatte, weil das war meine erste App-Bestellung. Dadurch hatte ich Rabatt und ja, so kamen die Preise zustande. Aber so viel teurer ist es dann natürlich auch nicht. Auf den Gesamtbetrag war das natürlich gerechnet. So, und zu guter Letzt, Leute, habe ich hier was, was ich auf jeden Fall behalten werde. Und zwar ist es so ein corsagemäßiges Oberteil, keine Ahnung, wie man das nennt. Guck mal, was die hier zu sagen. Bustier. Oh mein Gott, das ist so elegant, das ist so schön. Man könnte ein buntes Oberteil, also ein buntes Hemd, damit kombinieren und dann dazu einen schönen Rock oder was weiß ich. Bombe. Oder ein Kleid, was nicht so eng anliegend ist. Ich weiß nicht, was für eine Farbe. Entweder auch bunt oder einfarbig. Und dann das dazu. Uff, uff, uff. Ich liebe das. Von allen Teilen, die ich geholt habe, liebe ich das am meisten. Qualität ist hier auch die krasseste. Von allen Sachen hat das hier die krasseste Qualität. Die Qualität kommt Zara nah.
einfach Bombe. Ich liebe das Teil. 11,08 €. Und das behalte ich sowas von. Für 11,08 €. Gö? 11,08 €? Behalte ich sowas von. Ihr seht es ja da auch. Oh mein Gott. Ich liebe dieses Bustier. So Leute, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ihr habt ja die Sachen gesehen. Also wie gesagt, ich habe euch alles unten verlinkt. Ihr könnt direkt auf die Links gehen. Das sind Affiliate-Links. Unten steht nochmal, was Affiliate-Links sind. Ja, das war's dann mit diesem Video, Leute. Wenn euch solche Videos gefallen, dann gebt ruhig dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für nochmal tolle Videos. Und dann sehen wir uns in meinem Part 2 Trend Your Haul, wo ich fast 200 Tacken bezahlt habe. Ach, ja, also Leute, Peace.